Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ich bin überladen. Ja, ich bin überladen. Okay, egal. So, wir haben hier vorne gegenüber ist die Bank. Hier laufen auch überall die ganzen Knusper-Zombies rum. Und ich hoffe, hier oben ist jetzt keiner. Nein, weil ich war nämlich ausgelockt kurz. Ach hier, da war die Treppe. Das heißt, wir können jetzt ohne weiteres nach unten gehen. Und hier erstmal alles wieder aufräumen. Und ja, in der Nacht habe ich auf jeden Fall Stahl gelernt. Ich habe da geskillt, dass wir Stahl herstellen können. Eigentlich will ich gar nicht in den Wäscheladen hier. Hallo? Will ich gar nicht rein. Warum kommt ihr jetzt alle raus? Oh, schön. Ja, weil ich habe das Buch zwar nicht mehr, aber ich habe einen Punkt in diesen Skullcrasher-Dasher-Ding reingepackt. Und deswegen kriegen die da auch jetzt gerade mega die Kopfnüsse hier von mir. Nur nicht dann, wenn ich es gerne hätte. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich brauche Ausdauer. Ich brauche Ausdauer. So, der ist schon mal Matsch. Uiuiui. Die sind nicht schnell, ne? Aber es reicht. Es reicht. Für meinen Geschmack reicht es vollkommen. So, jetzt noch den Knusperhain hier weg. So, bist du tot, Nenner? Jetzt aber. Ah, da ist noch der Biker. Gut, da könnte ich eigentlich wirklich kurz reingucken. Aber da gibt es halt nichts außer Wäsche, glaube ich, ne? Stoffwäsche. Wir haben eigentlich schon gutes Anziehzeug. Wir haben ja eigentlich keine Probleme mit. Ich meine, gut, jetzt wo ich durch das Schneebiom gefahren bin, war natürlich logisch, dass ich gefroren habe. Weil halt, ja, ich hab eigentlich Wüstenklamotten an. Also für die Wüste passend. So, erstmal alle Stühle, alle Stühle. Ja, ich loote immer was, was ich eigentlich gar nicht looten wollte. Ich wollte eigentlich. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Ich wollte doch eigentlich woanders hin. So, wenn wir jetzt hier eh schon aufgeräumt haben. Also, und ich habe einen Gepäckträger. Ja, ich habe einen Gepäckträger. Warum nehme ich sowas mit? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich darf hier eigentlich gar nicht looten. Ich bin voll bepackt. So. Erstmal alles mitnehmen. Vielleicht mache ich ja mal eine Lootkiste. Wer weiß, wer weiß. Ah, ihr ganzen Businessmänner, was sucht ihr denn hier? Müsst ihr euren Anzug waschen, ja? Überall Kaffee verschüttet oder was? So, zack. Ich will bei der Besprechung nicht teilnehmen. Verschütt einfach mal den Kaffee. Muss ich leider von der Bank rüber hier in das Waschsalon-Dings. Na, habe ich euch erwischt, ne? Ihr wart nur zu faul zum Arbeiten. Gebt's doch zu. So, komm. Nicht, dass mir jetzt hinten einer irgendwie in die Fresse haut. Und zack. Jawoll. Na, ich höre da was. Ich höre da was. Wie gesagt, nicht, dass mir gleich irgendeiner in den Rücken fällt. Das wäre nicht so wünschenswert. Zack, zack, zack. Das gibt DP, das gibt DP. Ich habe gleich wieder ein Level. Oh, die ist aber schnell unterwegs. Die ist ein bisschen schnell unterwegs. Upsala. Jetzt bin ich auch noch ans Mikro gestoßen. Ja, Entschuldigung, falls man da was gehört hat jetzt. Mann, Mann, Mann. So, haben wir jetzt Ruhe? So, was schmeißt ihr denn so weg? Nix. Ha, eine Dose. Ja, ich muss gleich. Ja, ich mach mal was. Das können wir schrotten und dann machen wir mal eine Truhe. Aber nur einmal kurz eine Truhe. So. Ich lerne ja vielleicht doch noch dazu. Ich glaube es zwar nicht, aber ich lerne ja vielleicht doch noch dazu. So, jetzt haben wir hier erstmal alles rein und danach wird aussortiert, was ich nicht mitnehmen möchte. Was ich nicht brauche, die zum Beispiel kann ich direkt schrotten. Die kommen wieder hier rein. So, das und das und das. So. Okay, jetzt nochmal. Nitrat. Eigentlich müsste ich ja Nitrat mitnehmen, aber eigentlich ist Nitrat von hier jetzt nach Hause zu schleppen total bescheuert. Ja, deswegen einfach mal erstmal looten, ganze Wäsche durchsuchen. Vielleicht gibt es irgendwas Schönes. Ich sehe nicht mal, was ich krieg. So schnell wird gelootet hier. Oh, da war eine Brille dabei.
Hier gibt zwar nichts, aber wäre schöner, ne? Ich weiß nicht. Will ich schön sein oder will ich... will ich irgendwie einen guten Effekt haben? Ich habe keine Ahnung. So. Boah, jetzt sind wir eigentlich 70. Wir können Stahl herstellen. Ich glaube, die restlichen Level, die machen wir auch automatisch, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hemd und Zeugs und Gelumm. Ich glaube, das gibt einfach nur wahnsinnig viel Stoff. So. Bam, bam, bam. Hier. Zack. Alles wird gelootet. Boah, guck mal, wie viel EP das gibt hier. Das wird ja auf... Level up durch Waschmaschinen durchstöbern. Zack, zack. 2.000, 3.000 schon. So, das ist ja Power-Leveln hier, was ich betreibe gerade. 4.000. Schneller, 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 schneller. Die EP müssen purzeln. Zack, zack. Nur nicht anhalten, nur nicht stoppen. Immer weiter looten hier. Jawohl, 5.000 EP. Mal gucken, wie viel EP uns die ganzen Waschmaschinen hier geben. Zack, ich find's gerade echt lustig. 6.000 EP. Ganz viel Verband dann auch für zu Hause. Ich sehe nicht mal, was ich krieg, ne? So schnell geht das hier. 7.000 EP. Nur doch ein bisschen looten. Schaffen wir noch die 8.000? Nein. Bam. Fast 8.000 EP. Ist das heftig. So, was macht die Protection-Dingens? Die gibt mir halt Crafting-Tier, Crafting-Time und XP. 10% mehr XP. Ah, oh, das ist so ein T-Shirt. Ach nee, das ist auch ein gutes T-Shirt. Mütze bauen wir nicht, Pullis bauen wir nicht. Oh, schwarzer Mantel. Ist das... Ja! Der ist schöner wie mein roter. Ja, mein roter. So, davon haben wir auch schon genug. Die können wir gleich alle schrotten. Schrotten. Lederponcho habe ich, glaube ich. Oh, guck mal, eine Vierer-Weihnachtsmütze. Oh. Schrotten, schrotten. Was habe ich eigentlich für Schuhe an? Achso, ja, die da. Genau, genau. Schrotten, schrotten, schrotten. Ja, ja, ja. So, nee, da war ich gerade. Was haben wir hier hinten noch drin? Guck, guck. Okay, nee, einfach nur ein paar Farbmuster. Okay. Ist auch nochmal alles Stoff, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht. Da ist noch ein Schreibtisch. Ah, da ist noch ein Tresor. Bisschen Holz, bisschen Müll. Nehmen wir alles mit. So, dann machen wir den mal auf. So, kurz, zack, zack. Und öffnen. Ja. Ja, die weißen Klamotten, wie gesagt, brauche ich nicht. Der schwarze Mantel, muss ich jetzt sagen, der freut mich aber ehrlich gesagt. Und ist ja eh das Beste für die Wüste, deswegen lassen wir den jetzt auch einfach an. Und man braucht ja, also man kann ja nichts mehr aufwerten untereinander, deswegen. Die Klamotten haben sowieso keine, also keine Ränge mehr, 1 bis 6 oder so. Und deswegen ist das eigentlich egal, können wir alle zerstören. Und ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, wir haben eine komplette Winterkluft zu Hause, ne? Ja gut, und bis jetzt, toi toi toi, habe ich eigentlich mit dem Anziehzeug, was ich bis jetzt im Anhab, zu Hause kein Problem. Und die neue Basis, die wird ja dann auch im Grünen gebaut. Das heißt, da habe ich dann auch kein Problem. So, mittlerweile ist auch die Alpha 17.1 draußen. Und ich spiele jetzt aber erstmal hier einfach weiter. Weil da weiß man ja auch nicht, ob das jetzt so bleibt oder weil es auch wieder experimental ist. Wobei es aber vielleicht sich schon lohnen würde. Weil, was ich jetzt so mitbekommen habe, da hätte man auf keinen Fall mehr Ausdauerprobleme. Und es ist schwer. Es ist schwer. Ich weiß es nicht, ob ich anfangen soll neu oder... Na toll, dafür... Naja. Ja, ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt. Ach, ich bleibe jetzt erstmal noch hier. So. Dann schmeißen wir jetzt das alles hier rein. Also das würde ich eigentlich gern noch schrotten. Dann schrotten wir das halt eben gleich später. So, nicht abhauen, nicht kaputt gehen. Bitte schön hier sitzen bleiben. Ich komme dann gleich wieder. Achso, die können auch schrotten. Ja gut, jetzt geht's nicht. Ja, doch, müsste eigentlich gehen. Egal. So. Gucken wir mal, ob da jetzt auch wieder Bärchen drin sind, wie das letzte Mal. Hoho. Guten Morgen.
So, kommt ihr wieder durch die Scheibe? Kommt ihr wieder durch die Scheibe? Nein, von oben. Vom Dache komme ich her. Herunterfallen ist nicht schwer. So, kommt ihr? Noch mehr vielleicht? Eventuell? Ich habe ja immer so Angst, dass da Cops drin sind, aber... Solange nicht wieder Bären drin sind, bin ich ja eigentlich schon ganz zufrieden. Kommt der jetzt da runter oder nicht? Ah, du willst wieder durchs Glas, ne? Na, dann zeig mir deinen Kopf. Ja, ihr seid doof. Aber ihr seid Zombies. Das ist erlaubt. So, gib mir ein bisschen Holz. Deswegen wollen die ja unser Hirn fressen. Damit sie die Türe wiederfinden. Kuckuck. Kuckuck. Da bin ich. Und da bin ich wieder weg. Ich habe keine Lust, da drin mit denen zu spielen, ganz ehrlich. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Ah, ein Dachgrat. Der ist aber schon tot. Kuckuck. Nicht hängen bleiben. Komm raus. So. Oh, noch mal eins auf. Ach, warte, nein, nein, nein. Okay, Entschuldigung. Jetzt aber. So, was seid ihr, meine Freunde? Ja, die sind einfach zu dämlich. Ist das eine, wo rennen möchte? Oh, guck mal, die haben das Glas durchgehauen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Warte, warte, Mädchen. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Warte, warte. Jetzt. Und noch eine hinterher. So. Ja, ihr könnt da nicht drüber springen. Ihr könnt da nicht drüber springen. Das Glas. Da, die Fun-Pimps müssen da noch so Raubvögel oder so. Ui. Müssen da noch Raubvögel oder so draufpinseln, damit die Zombies nicht mehr ans Glas klatschen. So, komm her. Wie die da echt versuchen rauszuhüpfen. Das ist lustig. Da bringt da nichts, wenn du da hochläufst, Mädchen. So. Weißt du, da ist eine riesige Tür offen. Offen. Aber sie möchte durch das Glas. Wunderschön, wunderschön. So, die hätten hier nicht mal was wegklatschen müssen. Ach, es ist so herrlich, es ist so herrlich. So, aber eigentlich will ich ja gar nicht hier... Eigentlich will ich da, ne? Die Tresore öffnen. Ah, da, Mädchen, du bist aber falsch hier. Da ist Glas. Kommt die... Doch, die kommt da drüber, okay. Ups, Vorsicht. Zack. Ja, besser als wenn mich Bären bedienen wollen. Warte, 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 warte. Ich häng fest. Hüpfen ist ja... Oder hüpfend abbauen ist auch nicht mehr so eine gute Idee. Weil man ja beim Springen jetzt auch Ausdauer verliert. Ach so. Hallo? Wo ist der jetzt hin? Ach so. Ich sag's ja. So haben das auch die Bären gemacht. Lieber in das Büro reinrennen, damit sie durchs Glas gehen können. Anstatt dass er mir hierher weiter folgt. Und das hat mich halt damals gerettet vor den Bären. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die gehen auch erstmal ins Büro dann wahrscheinlich, oder? Gehen die jetzt ins Büro oder kommen die richtig hier zu mir? Ich glaube, die kommen richtig zu mir. Schwestern? Nee? Okay, die kommt richtig zu mir. Okay. Weil die Bären sind halt auch aus der Toilette ins Büro gerannt und sind dann hier. Wollten unbedingt durchs Glas durch. Damn. Bam. Und Loot. Naja, nicht wirklich was. Das können wir eigentlich direkt futtern. Ich hoffe nur, ich kriege keine Vergiftung. Ich hoffe, ich kriege keine Vergiftung. So. Da war ich, glaube ich, schon, oder? Ja, da war ich schon. Ich glaube, hier war ich auch schon. Ne, da war ich noch nicht. Sonst würden die Sachen hier nicht mehr stehen. Duct Tape. Jawohl. Ist da was dahinter? Nope. Okay. Ach ja, es ist so viel angenehmer, wenn hier nicht Hund und Bären und so drinnen sind. Das war schon ein richtig übler Bug, ne? So, das brauchen wir nicht. Schrotten, schrotten. So, alles zu Kleinholz verarbeiten. Dann passt es. Genau, war ich jetzt hier? Ne, hier war ich noch nicht. So, nein, nein, ich wollte den eigentlich mitnehmen. Keine Ahnung.
So, wunderschönes Lächeln. Hilft alles nichts bei mir. Wird alles kaputt gemacht. So, was haben wir da jetzt bekommen? Das ist Grease Monkey. Da könnte ich jetzt ein Motorrad... Ne, da könnte ich sonst das Auto bauen. Gegebenenfalls, eventuell. Aber, naja. Beim Motorrad haben wir ja schon offiziell gelernt. Das heißt, Auto wäre das Nächste. Was wir freischalten müssten. So. Plumps. Plumps. So, da ist auch noch was Schönes dahinter. Ja. Mach dir mal die Türen auf. Ich mache in der Zeit die Tresore hier auf. Hey, nicht durch die Türen backen hier, ne? Na, 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 nicht schummeln hier, Leute. Nicht schummeln. Kann ich das mal kurz reparieren? Komm, beeil dich. Dankeschön. So, was ist da drin an? Okay. So, dann helfen die mir, die Tür aufzumachen. Und ich, ja, hau hier erstmal den Tresor weg. Ich muss nur aufpassen, weil... Ah, ah, da sind sie schon durchgekommen. Wenn die jetzt rennen, habe ich natürlich ein Problem. Ja, 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 ich will ein bisschen mehr Freiraum haben zum Laufen. So, einmal da, Havaiana. Gut, gut, ich war an der Säule festgegangen. Warte, warte, Männchen. Und drauf da. Und nein, 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 noch nicht. Jetzt. Dusch. Na, wie ist das, wenn man eins in die Fresse kriegt? Nicht so schön, ne? So, nicht, dass mir jetzt gleich einer wieder von hinten einer reinwirkt. Der ist auch Matsch. Dann fällt jetzt nur noch der da. Und noch eine. Kurz auf Ausdauer warten. Und drauf. Dankeschön. So, die haben ja aber die Tür ratzfatz weggehauen hier, ne? Ich wäre nicht so schnell gewesen. So, na gut, dann würde ich sagen, entspannt zurücklehnen, Musik an und Freiheit für die Schätze.
So, die letzten zwei Schläge. Jawoll. Wir rauben die Bank aus, aber wir brauchen 11 Minuten dafür. Das ist so übel. So, hat sich's jetzt wenigstens gelohnt. Ein Jagdgewehr, eine Pistole. Es wäre zwar ein gutes Jagdgewehr, aber ich hasse Jagdgewehre, deswegen wird's geschrottet. Ja, ich könnte es auch verkaufen, aber nein, mag ich auch nicht. So, Patronen ist immer gut. Einen Bogen habe ich auch schon einen guten oder beziehungsweise die gleiche Qualität. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Monitor. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Oh, wie schön. Sekunde. Jetzt muss ich erst ummodeln. Einmal die grüne Farbe raus. Einmal die grüne Farbe rein. Da. Sehr schön. So, die waren jetzt alle leer. So, dann geht's hier weiter. Oh, guck mal hier. Oh, was ist das da? Mehr Damage gegen Iron. Das heißt, wir brauchen das hier drauf. Oh, ich hoffe, ich kann das... Ah ja, das kann ich dazu packen. Genau, jetzt haben wir hier schon... Sehr schön, sehr schön. Da brauche ich jetzt auch die Farbe raus. So, und dann machen wir hier die Farbe rein. Nein, nicht wegschmeißen, nicht Trottel. Mann. Hier Modi-Dings und rote Farbe rein. Abschließen. Also wir rüsten uns hier gerade irgendwie aus, ne? Schrotfinde können wir schrotten. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir noch? Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich gelohnt, die ganze Arbeit hier. So. Das haben wir alles. Jetzt haben wir hier draußen noch die 3 Tresore. Ach, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Jawohl, noch mehr Munition. Munition für das Mädchen. Ach, das war gegen Hitze. Gegen Hitze. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Können wir das bei unserem Kopf reinbauen vielleicht noch? Oder in die Schuhe? Das ist gegen Kälte und das ist gegen Hitze, ne? So, jetzt haben wir überall nämlich schön 15. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Der ist schon leer. So, was haben wir jetzt hier? Nochmal ein bisschen Munition. Brauche ich nicht. So, gib mir die Munition dafür. Sehr, sehr schön. Da muss man jetzt hier noch einmal durch. Mann. Aber müsste ja jetzt eigentlich besser gehen, oder? Oder, nee, das... Doch, eigentlich ist das doch Eisen, oder? Oder kriege ich jetzt Eisen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Jetzt kriege ich... Habe ich vorher auch schon so viele Teile bekommen? Wartet mal. Doch, ich glaube schon. Ach, keine Ahnung. Egal. Jetzt haben wir den auch weg. Das sind jetzt alle. Aber es hat sich allein schon gelohnt wegen dem Bogen und der Schrotflinte. Hallo? Das ist so schön. Das ist schön. So, jetzt ziehen wir hier noch den Oberkracher raus. Irgendwie vielleicht die Spikes und die Fackel für den Knüppel. Das wäre jetzt natürlich auch noch richtig toll. Da müssten wir aber, glaube ich, in der Biblo-Dings da gehen. Plastikplatin, was ist das da? Ist irgendwie für Armor-Rating. Aber die tut meine Mobilität nicht einschränken. Habe ich bei meinen Füßchen noch ein bisschen Platz? Habe ich da noch einen Platz übrig, oder? Oh ja, habe ich. Seht ihr? So, jetzt habe ich mehr Armor. Aber die beeinträchtigt mich irgendwie nicht. Die können wir sogar reparieren. Das finde ich gut. Habe ich die jetzt geschrottet? Ach nee, ich habe die angezogen wieder. Können wir die auch reparieren? Nee, ne? Da brauche ich die komischen Fasern. Okay. Und da brauche ich wahrscheinlich die Eisendings da. Ja, sehe ich jetzt nicht. Egal. Es hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gelohnt. Sehr schön. So. Hast du noch was versteckt? Auch nicht. Sehr gut. Manometer. So viele EP und dann auch noch das... Ach, mich freut das gerade. So, was haben wir hier für einen Laden noch? Bob's Bakery. Ah, nee. Das war doch... Da war doch ein Kopf drin. Ich weiß nur, dass ich da gestorben bin letztes Mal. Nee. Doch, ja, vielleicht. Da vorne war die Scheune. War ich da jetzt schon? Ja, doch, ich war in der Scheune. Mein Gott, mein Hirn.
Mein Hirn. Vorsicht, das ist bestimmt eine Bombe. Oh, noch mehr Schrotmunition und ein Messer. Habe ich nicht schon ein Messer? Doch, viel besseres Messer. Dann können wir das schrotten. So, okay. Die Bank hat sich auf jeden Fall gelohnt. Fahrrad habe ich in der Tasche. Gucke ich jetzt noch hier die Autos durch? Ach, die habe ich schon. Okay, was war das da? Das war, glaube ich, nur ein Haus, ne? Was ist das für ein Haus? Das ist einfach nur ein Haus, wahrscheinlich. Pfeile. Was will ich mit Pfeilen? Das ist auch einfach nur ein Haus. Und es regnet. Im Zerstörten und im Verbrannten ist es nur am Regen. Wartet, wartet, wartet. Ich darf meine Truhe nicht vergessen. Ah, haha. Fast, fast hätte ich es ganz vergessen. So, jetzt da, jetzt da. Jetzt fängt's an. Messing, Messing, kaputt, Dingensen. Die können wir eigentlich auch schrotten. Das, ja, das wollte ich schrotten. Habe ich den jetzt an? Ich glaube, den habe ich, ja, den habe ich an. Dann können wir den nicht schrotten. So, auf jeden Fall, die möchte ich mitnehmen. Obwohl, Farbe brauche ich jetzt noch nicht. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Bier brauche ich nicht. Benzin ist immer gut. Das ist gut. Das ist gut. Kohle, eigentlich ist es... Warte mal, kann ich da nicht Schießpulver draus machen? Nee, das lohnt sich nicht. Das auf jeden Fall mit. Das mit. Das sowieso mit. Die können wir gleich schrotten. Blei, Hammer. So. Oh, das kriege ich sogar mit. Sehr gut, sehr gut. Dann, den will ich ja schrotten, falls es geht. Dann will ich das da schrotten, falls... Nein, 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 nicht anziehen. Du sollst... Ach, das geht nicht. Man kann die nicht zerstören. Ja, dann mach's gut. Tschüssi. So, und die 18 Kupferdinger, Token-Dinger. Da pfeife ich drauf. Der Händler hat sowieso nichts Vernünftiges. So. Das heißt, Leder und so wird gleich kaputt gemacht. Ich hätte auch noch den Gepäcksträger. Aber den brauche ich jetzt nicht ausrüsten für eine Weihnachtsmütze, die ich 5-mal zu Hause liegen habe. Und jetzt habe ich, wie gesagt, auch noch eine ganz gute da drinnen. War die wirklich leer? Ja, die war wirklich leer. So. Ja, ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich sowas von gelohnt. Ich bin gerade einfach nur glücklich. Ich bin gerade einfach nur glücklich. Genau, das da war die Scheune. Da dachte ich, wäre die Bank, aber die ist eben hier. Ja, dann würde ich sagen, kann ich mich auf den weiten, langen Weg nach Hause machen. Und deswegen steige ich aufs Bike, fahre nach Hause und bin einfach nur glücklich. Ich bin einfach nur glücklich. Also die Bank, ich bin jetzt echt froh, dass ich da drin war. Es war wirklich verdammt viel Zeit, jetzt das ganze Zeug aufzuknüppeln. Aber, ja, im Video kann man schön nach vorne spulen und dann passt das. So, hier einmal schnell. Brumm, brumm, brumm. Ich will doch nur nach Hause. Oh, da kommt schon ein Geier. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Komm her. Bam. So. Nicht mit mir. Ist da Munition drin? Nein, gar nichts. Na gut, so. Dann fahre ich jetzt schnurstracks. Nee, das ist eigentlich echt total bescheuert, was ich hier mache. Eigentlich total bescheuert, was ich hier mache. So, oh, da ist ein Bunker. Da ist ein Bunker. Da in dem Brunnen ist der Bunker. So, aber da will ich jetzt gar nicht rein. Ist eigentlich auch ziemlich uninteressant. Da sind noch Kartoffeln, genau. Aber ich fahre schnurstracks dann nach Hause. Dann sage ich aber, bevor ich hier gleich mit einer Bombe platze, sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Glück bringen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.